und willkommen zurück zu einer neuen Folge The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. So, wir sind jetzt wieder in Kakariko und geben erstmal hier diese Quest bei Himba ab. Ach, Omas Zustand verschlechtert sich zusehends. Ich muss ihr so schnell wie möglich Milchrisotto kochen, das gegen Miasma-Vergiftung hilft. Guck mal, ich hab da was. Nanu, was ist das denn für ein feiner, süßer Duft, der mir da entgegenweht? Bringst du mir etwa ein Milchrisotto, das gegen Miasma-Vergiftung hilft? Ja! Guck mal, davon habe ich noch nie gehört. Wie heißt es? Sol-Milch-Gemüse-Risotto? Das Rezept ist mir völlig neu. Vielleicht hilft es ja endlich meiner Oma. Gucken wir mal. Und? Und? Und Oma, wie schmeckt es dir? Oh, es schmeckt dir sehr gut, Himba. Vielen Dank. Das ist seit langer Zeit das erste Mal, dass ich richtig Appetit habe. Das ist ja fantastisch, Oma. Du kriegst auch wieder richtig Farbe im Gesicht. Sieh nur, ist das zu fassen, dass es meiner Oma endlich wieder besser geht, habe ich allein deinem Sollmilch-Gemüserisotto zu verdanken. Oh, das Rezept für das Gemüserisotto stammt also von dir. Das cremige Aroma hat meinen Körper und Geist geradezu belebt. Dank dir und meiner lieben Enkelin Himba war dies noch nicht mein letzter Lenz. Ich danke euch vielmals. Oma, bist du sicher, dass du schon wieder aufstehen kannst? Oh, Klari, tut mir leid, wenn du dir wegen mir Sorgen gemacht hast. Ich habe es diesem Reisenden und seinem Sol-Milch-Gemüse-Risotto zu verdanken, dass es mir wieder besser geht. Sol-Milch-Gemüse-Risotto? Nun ja, Hauptsache, es hilft. Oma, geht es wieder gut. Also dann, Himba, bereite dich schnell auf deine Reise vor. Huch, was meinst du damit? Denkst du, wir hätten es nicht bemerkt, Himba? Du möchtest in Hateno Modedesign studieren, hab ich recht. Oma und ich können uns auch ohne dich um zwei Früchtchen kümmern, also geh ruhig. Klari, bist du dir wirklich sicher, dass du nicht mitkommen willst? Nun, wenn ich ganz ehrlich bin, würde ich schon sehr gerne mitkommen. Aber noch mehr als das möchte ich mit zwei Früchtchen und meinem geliebten Kakariko groß herauskommen. Zusammen mit meiner lieben Oma. Ah. Mein großer Traum wäre es, eines Tages in unserer Boutique zwei Früchtchen deine Mode verkaufen zu können, Himba. Also mach dir nicht zu viele Gedanken, sondern streng dich an in Hateno und mach etwas aus dir. Oh, wirklich, Klari? Danke, du bist die beste Schwester, die man sich wünschen kann. Vielen lieben Dank, Oma. So. Ach so, so. Oma geht's also wieder besser. Und ich muss den Laden für unsere Kunden herrichten. Daher gehe ich nun zurück zum Laden. Du solltest auf jeden Fall auch unsere Boutique Zwei Früchtchen besuchen. Da findest du sicher was Schickes. Okay, aber irgendwann können wir da dann Sachen von Himba finden? Vielen Dank für deine Hilfe. Ich habe für Oma jede Menge Milchrisotto gekocht. So viel, dass wir allein das alles gar nicht essen können. Also, ich finde ihn ja total lecker. Wenn du willst, nimm dir gerne etwas davon mit auf deine Reise. Ja, Ausdauer. Sehr gut. Ja. Ich werde mich ordentlich anstrengen und mit meiner Mode die Welt verändern. Ja. Quest erledigt. Raus. Jetzt gehen wir nochmal kurz. Wobei, es ist jetzt sehr, sehr spät schon. Ich glaube nicht, dass wir in den Shop können, oder? Können wir? Können wir? Ich hoffe. So. Wie viel kostet der Kram denn jetzt? Ja, immer noch ganz schön viel. Ich weiß nicht, ob ich das haben möchte, weil man kriegt ja eigentlich eine coole Schleichrüstung. Das da. Und die finde ich eigentlich viel cooler, als jetzt das Zeug zu holen. Wie viel kostest du? Ich weiß nicht. Ich warte lieber noch mal ab. Ich hoffe, dass Himba noch dann irgendwie was für uns hat später. Wollte ich noch irgendwas in Kakariko, außer jetzt hier noch das Bild abfotografieren? Huch! Wo ist das Bild der Verheerung? Warum sieht es hier so weird aus? Was haben wir hier? Das können wir nicht untersuchen. Wo ist das Bild der Verheerung? Da liegt ein Tagebuch. Da kommen wir nicht ran. Es liegt unterm Bett. Ist das die Verheerung gewesen? So. Ja, guck mal da.
Das behalten wir. Das nehmen wir mit nach Hateno. Hier ist ein Buch. Payas Tagebuch. Payas Dorfvorsteherinnen Tagebuch lesen, ja. Als meine liebe Oma mir eines Tages sagte, Paya, du bist richtig erwachsen geworden, da habe ich nur genickt. Und dann sagte Oma, und darum mache ich dich ab heute zur Dorfvorsteherin. Damit war es geschehen. Ich hoffe ehrlich, ich kriege die Sache irgendwie hin, aber ich habe so meine Zweifel. Dorian ist zwar mein offizieller Assistent, aber wenn er mich ansieht, liegen Sorge und Unsicherheit in seinem Blick. Oma ist ganz in alte Schriften vertieft und ich traue mich gar nicht, sie auch nur mit einem Pieps zu stören. Der Dorfvorsteherin-Hut, den Oma für mich gemacht hat, wiegt so furchtbar schwer. Es geschah ganz plötzlich, ohne die geringste Ankündigung. Es war so abrupt und gewaltig. Mir war, als würde irgendjemand den Erdboden selbst packen und schütteln. In der Luft lag Fäulnis, Waffen zerfielen vor unseren Augen und schließlich stürzten gewaltige Ruinen vom Himmel. Zum Glück wurde zwar niemand von uns verletzt, aber das Dorf ist kaum noch wiederzuerkennen. 5 gigantische, ringförmige Ruinen fielen über unserem Dorf vom Himmel und im Osthügel klafft ein riesiges Loch. Und zu allem Überfluss sagte mir Oma dann sogar, dass sie zusammen mit Kado eine Reise antreten würde. Ich wollte sie aufhalten, weil die Lage doch so ernst war, aber sie meinte, genau das sei der Grund. So konnte ich ihr nur Lebwohl sagen. Dabei sah man ihr an, dass sie eine furchtbar wichtige Reise antrat. In dem Buch, das Oma gerade las, sah ich 11 seltsame Zeichnungen. Ob am Ende vielleicht die an Omas überstürzter Abreise schuld sind? Als ich Pura im Spähposten die Geschehnisse im Dorf berichtete, erfuhr ich, dass ringförmige Ruinen extrem selten sind. Da dachte ich mir, das wäre eine gute Chance für unser Dorf und bestellte die Sonau-Forschungsgruppe gleich zu uns. Als ich die Forscher dann im Dorf begrüßen wollte, stand plötzlich Prinzessin Zelda vor uns. Ihre Hoheit wirkte fast wie eine Puppe, als würde ihr gar kein Leben innewohnen, und man sah mir meine Verwunderung an. So verbat die Prinzessin uns allen anderen, die schwebende Ruine zu betreten und verließ uns. Nicht einmal etwas Mitleid für die Lage im Dorf oder ein Wort der Ermutigung hatte sie für uns übrig. Die Sonau-Forschungsgruppe ist in unserem Dorf eingetroffen. Ihr Leiter Tauro ist wirklich ein Genie. Er hat es im Alleingang geschafft, die Sonau-Schrift zu entziffern. Ich habe die Gebilde, die aus dem Himmel über dem Dorf herabgefallen sind, provisorisch Kranzruinen getauft. Ich sehe in diesen Kranzruinen viel Potenzial für unser Dorf und die anderen stimmen mir darin zu. Manche Dorfbewohner greifen der Forschungsgruppe unter die Arme, andere melden sich für Wachgänge. Dorians Tochter Coco fertigt sogar Andenken für Besucher an, sogenannte Schmuckkränzchen. Dank der Hilfe aller kommenden wieder vermehrt... Achso, dank der Hilfe aller kommen wieder vermehrt Reisende zu uns. Das Dorf scheint von neuem Leben erfüllt. Zuallererst müssen wir mehr über die Kranzruinen in Erfahrung bringen und das obliegt mir, der Dorfvorsteherin. Ich werde meine Pflichten nach Kräften erfüllen, doch auf eine andere Art, als es meine Großmutter zu tun pflegte. Ich werde nicht bloß in meinem Haus sitzen und auf Besucher warten, die mich sprechen wollen. Ich werde hier viel ändern und bewegen, damit ich Oma bei ihrer Rückkehr mit einem stolzen Lächeln empfangen kann. Ah, schön, schön, schön. Da kommen wir nicht hin. Okay. Versuchen wir es auch gar nicht. Das ist nicht das, was wir machen sollen. Hier ist noch ein Buch. 3 Hinweise für Forscher. Die seltsamen felsenförmigen Gebilde, die nach dem Kataklysmus plötzlich erschienen, werden Schreine genannt. Man rechnet sie aufgrund ihres Aussehens der Sonau-Zivilisation zu, aber man weiß nichts Genaueres. Wer vom Himmel gefallene Ruinen erforscht, wozu auch Schreine gehören, sollte genau auf die Umgebung achten. Also auch auf den Himmel. Abgründe? Nach dem Kataklysmus taten sich große Löcher am Boden auf, denen Miasma entströmt und die man Abgründe nennt. Miasma ist äußerst gesundheitsschädlich, daher sollte direkter Kontakt unter allen Umständen vermieden werden. Bei Unwohlsein durch die Effekte von Miasma bitte unverzüglich den Abgrund verlassen. Vor Betreten eines Abgrunds muss die Erlaubnis von Joscha, der Leiterin der Abgrundforschung, eingeholt werden. Forschungsgruppe. Unsere Gruppe wurde von Prinzessin Zelda gegründet und mit der Erforschung der Geschichte Hyrules beauftragt. Zu diesem Zweck studieren wir Ruinen und alte Dokumente unter einem archäologischen Gesichtspunkt. Im Zuge des Kataklysmus fiel eine große Anzahl an Ruinen der Sonau-Zivilisation vom Himmel. Eventuell können wir die Hypothese beweisen, dass die Zivilisation dieses rätselhaften Volkes am Himmel erblühte. Unserem Vorsitzenden Tauro verdanken wir dabei erste große Erfolge beim Entschlüsseln von Sonau-Schriftzeichen. Aktuell konzentrieren sich unsere gesamten Anstrengungen auf die Erforschung der Sonau-Zivilisation. Alle Forschungsergebnisse werden an die Spezialisten in unserer Forschungsbasis in Kakariko weitergeleitet. Okay. Gut, dann haben wir hier aber noch nicht alles fertig.
Das Sorgenbuch. Gucken wir doch mal. Also, die Steintafel aus den Kranzruinen ist hübsch, kühl und eignet sich vorzüglich als Schlafpritsche. In einem normalen Bett werde ich ab sofort nicht mehr schlafen können, nicht mal in einem Luxusbett, fürchte ich. Nun ja, erstmal drüber schlafen. Okay, die Quest haben wir gemacht. Weiß irgendwer von Zutaten, die gegen Miasma helfen? Ja, das haben wir gemacht. In der Kranzruine in den Hügeln im Westen sind Monster eingezogen. Jeder Erkundungsversuch ist vergebens. Das haben wir auch gemacht. Ja, das haben wir auch gemacht. Oh. Doch, das fehlt noch, oder? Man fragt sich ja, wo die hiesigen Hühner im Moment so ihre Eier legen. Früher war ihr liebster Eierlegeplatz ja genau vor dem Laden. Sehr praktisch für unsere Eins. Doch mittlerweile scheint es fast so, als würden sie morgens zum Eierlegen an irgendeinen anderen Ort ziehen. Dabei sind Eier doch aus keinem guten Kaufladen wegzudenken. So ein Skandal. Okay. Von dem geheimen Stützpunkt wissen nur ich und meine Mama. Und weil er so geheim ist, darf mir auch keiner nachlaufen. Claro? Okay, wir müssen... Okay. Also, wir haben noch Prico, der wir nachlaufen müssen irgendwann mal. Das machen wir aber nicht sofort. Denke ich mal. Tagebuch. Also, wir sind jetzt hier. So, hier haben wir Brunnenfan. Das sind noch ein paar Brunnen. Da müssen wir Schleims. Das haben wir. Thronsaal dauert noch, bis wir da hinkommen. Schreine haben wir gerade nichts. So, gehen wir mal ein bisschen hoch. Koga, Steintafeln fotografieren. Das ist auch noch weit weg. Mhm, das ist auch noch nicht. Genau, das machen wir gleich noch. Das muss ich auch mal dran denken. Und ansonsten... Drachentränen müssten wir halt auch noch mal gucken. Da haben wir, glaube ich, hier auch noch keine. Ist hier noch was? Nee, ne? Okay. So, bevor wir aber nach Atheno zurückgehen, habe ich noch ein, zwei andere Sachen, die ich gerne machen möchte. So, wir gehen erstmal kurz uns Ausdauer holen. Das ist jetzt einfach... Wir holen jetzt noch mal einen Kranz Ausdauer. Ja. Ich hoffe, dass das keine schlechte Entscheidung ist. Aber ich denke mal, das passt schon. Wunderbar. Wunderbar. So. Das ist eine Folge, in der wir ganz viel Zeug machen werden. Damit wir den aus dem Kopf haben. So. Also jetzt finde ich wahrscheinlich noch nicht heraus, wo die Hühner hingehen zum Eierlegen. Hier ist ein Brunnen. Den habe ich noch nicht entdeckt. Uff. Was ist das für ein Ort? Das ist ja super spannend. Das ist ein kleines Labyrinth. Da ist eine Kiste. Das ist meine Kiste. Okay, doch nicht. Das ist schon okay, du darfst da drin bleiben. Das ist ja witzig. Also die Brunnen sind schon echt interessant zum Teil, ne? Muss man sagen. Also hier geht's ja richtig ab. Hallo? Aber hier ist sonst nichts, ne? Upsala. So, dann gehen wir mal wieder hoch. Also, außer ich habe jetzt was ganz krass übersehen. Natürlich. Was ich nicht hoffe. So, hier kommen wir bei der Gacha-Maschine raus. Naja. Na gut. So. Also, wir haben ein bisschen was zu tun. Wir gehen jetzt nämlich zuerst einmal zu diesem Brunnen. Da sehen wir uns gleich wieder. Hier ist Brunnen Nummer 1. Aber warte, wir wollten gar nicht da in den Brunnen gehen. Da war einfach eine Quest. Ich bin so doof. Egal, wir haben noch andere Brunnen, wo Leute drin waren.
Oh. Machen wir das schnell. Ich meine, einen Brunnen mehr finden ist auch... oh Gott, das war richtig doof. So. Das wollte ich eigentlich nicht, aber das ist okay. Das ist okay. Warte, 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 warte. So, die konnte ich mir jetzt nehmen. Oh, sehr gut. Da können wir uns nochmal richtig eindecken. Das hat sich gelohnt doch irgendwie. So, jetzt gehen wir aber wieder hoch. Da war eine Quest, die können wir mal annehmen. Einfach, weil wir jetzt doch gerade hier sind. Ich dachte, das wäre was mit dem Brunnen zu tun hat. Aber ich glaube, das ist eine Höhle. Da ist eine Höhle, deswegen wir sprechen mal kurz mit den Zweien. Aber dann gehen wir erst später dahin. Das machen wir jetzt noch nicht. Nicht mehr lange. Nicht mehr lange, dann fällt mir was ein. Du bist der Hammer, Bruder. So schlau wie du bist, ist die Schatztruhe bald unser. Garantiert. Momentchen mal prissen. Hey Kerl, hörst du öfter mal wildfremden Leuten zu, wenn sie was Profitables zu bereden haben? Frechheit. Berg, wo kommst du denn her? Hat er etwa alles mitgekriegt? Ich verstehe schon, du hast den Regen genutzt, damit wir nicht hören, wenn du dich anschleißt. Wir haben die Schatztruhe als erste gesehen, also gehört sie uns, kapiert? Dazu ist drumherum nur bodenloses Moor, das einen mit Haut und Haar verschlingt. Kein Halt, keine Überlebenschance. Aber der Schatz ist genau sicher in der Truhe. Ich kann es einfach spüren. Rand halten, Prissen. Kannst dem ja gleich eine Karte aufmalen. Entschuldige, Bruderherz. Ist mir so rausgerutscht. Kommt nicht wieder vor. Mann, oh Mann, da grübelt man sich einen Ast und wird dazu noch gestört. Behalt das Ding im Auge, klar? Und du, hör auf, ehrbare Schatzsucher bei der Arbeit zu stören. Claro, bist uns im Weg. Okay. Tja, das machen wir vielleicht doch jetzt. Wenn wir schon mal hier sind. Falscher Knopf. Wieso drücke ich manchmal die komplett falsche Taste? Nee, das wollte ich schon ein bisschen so haben. So, wir gucken mal, ob wir das lang genug bekommen. Ich bin ja hier die Queen der Brücken. Jetzt müssen wir nur gucken. Oh. Das ist anstrengend. Warte mal, ich muss das anders nehmen. Oder auch nicht, warte. So. Vielleicht von hier. Tada! Tada! Gar kein Problem. Das hat aber auch gut gereicht. Yeah! Das nehme ich. Das nehme ich. Das ist gut. Das war jetzt euer toller Schatz hier, oder was? Hi. Da staunt ihr. Noch ein ganz kleines bisschen. Bald schon fällt mir was ein. Hey, Prissen! Wo ist denn der auf einmal hin, unser Schatz? Nicht verzagen, Prissen fragen. Der Typ da hat ihn sich geschnappt. Was? Prissen? Hast du etwa nur dumm auf die Truhe draufgeschaut? Im Auge behalten heißt was anderes. Hab ich doch auch. Nicht nur in meinen Augen, in beiden, mindestens.
Und deswegen habe ich auch gesehen, wie die Type da sich alles geschnappt hat. Hab nicht weggeguckt. Du hast nur drauf geschaut. Anstatt Wache zu halten, dem Kerl mal auf die Finger zu klopfen. Pah, also gut. Wer zuerst kommt, krallt zuerst. Die Sache ist für uns gelaufen. Aber du da, du hast ziemlich was auf dem Kasten, weißt du das? Bist du etwa auch ein Schatzjäger, so wie wir? Ja, sag schon, bist du ein Kollege von uns? Du bist doch nicht etwa auch hinter Ramdas Schatz her, oder doch? Prissen, psst. Oh, entschuldige. Vergiss einfach, was du da gerade gehört hast. Ramdas Schatz? Ach, jetzt hat er Blut geleckt. Gut, Ramdas Schatz kennst du also nicht. Daher wirst du wenigstens schon mal kein Schatzjäger sein. Fein. Dann ist es auch egal, wenn ich dir was darüber verrate. Man ist ja kein Unmensch, wenn einer zuschaut. Räuberkönig Ramda war ein im ganzen Königreich bekannter Strolch, der Unheil stiften konnte wie kein zweiter. Und dazu war Ramda auch echt eitel und hat sich Zeit seines Lebens eine riesige Kleiderkollektion zusammengerafft. Und wie das Leben so spielt, soll dieser millionenschwere Modeschatz irgendwo hier in Hyrule versteckt sein. Wir wollen unser Glück mal in den ganzen Höhlen versuchen, die der Kataklysmus aufgerissen hat. Zuerst in Eldin, gleich hier um die Ecke. Als noch ständig der Todesberg ausbrach, konnte man sich ja noch nicht dorthin wagen. Aber nun ist alles schön runtergekühlt und voll mit felsigem Untergrund. Und wo viel Fels ist, da sind auch viele hübsche Höhlen. Unbekannt, unerforscht und unheimlich schatzverdächtig. Oh, sag mal, du selten unerträgliche Plaudertasche. Kann man dich auch irgendwo abstellen oder bindest du aus Prinzip jedem Dahergelaufenen deine Lebenspläne auf? Pardon, bitte überhör das wieder. Also rückwirkend, ja. Da ist eine Höhle. Da will ich jetzt rein. Es tut mir echt leid. Die haben was von Ramdas Schatz gesagt. Und das müssen wir uns jetzt angucken. Ach so. Das sah gerade irgendwie nicht aus wie eine Pflanze. Das hat so geleuchtet. Manchmal leuchtet das so komisch. So, kommen wir von hier einfach hin. Sehr gut. So, wir hoffen jetzt einfach mal, dass hier Ramdas Schatz drin ist. Höhle der Rauru-Hügelkette. Sehr gut. Oh ja, warte. Ich hab keinen Bogen mehr. Ey! Ey! Auf deinem Pop ist wieder. Wundervoll. Haben wir das. So, aber was ist hier drin noch? Eine Kiste. Aber ich sehe noch nicht, dass hier Ramdas Schatz wäre. Upsala. Ich treffe so gut. Okay, erstmal du. Die machen Geräusche, gell? Ich liebe das. Nein! Oh, danke. Danke, Tulin. Du bist einfach der Beste. So, haben wir den auch? So, einer ist es ja noch. Ach, da! Ja, gut, Tulin. Hast du fein gemacht. Mit Tulin läuft alles so gut. Ich finde es super. So, dann gehen wir jetzt da hier. Upsala, I'm sorry. Ich wollte eigentlich nur einen Pfeil aufsammeln. Das klappt immer so gut mit Tulin in der Nähe. So, da können wir gucken, ob wir noch die ganzen Sachen einsammeln. Eine schwarze Exile-Fossil-Lanze. Das ist eigentlich auch ziemlich nett. Nein! Die wollte ich nicht wegwerfen. Okay, so. Das sieht aber alles nicht so aus, als gäbe es hier einen Schatz.
Wir haben jetzt unser Mayoi. Da freue ich mich sehr drüber. Oh. Aber einen Schatz sehe ich hier keinen. Wir können nochmal in die andere Richtung gehen, aber normalerweise erkennt man immer sehr direkt, ob es in einer Höhle einen Schatz von Ramda gibt. Deswegen... Oh Mist, oh Mist, oh Mist, oh Mist, oh Mist. Ich dachte, ich könnte jetzt Tulin für mich benutzen hier. Aber so geht's auch. Nee, hier bist nur du, ne? Na komm. Na komm. Hallo? Magst du nicht? Magst doch. Ah, okay. So, mehr habe ich jetzt aber in dieser Höhle nicht gefunden. Deswegen, ja. Sehe ich die jetzt mal als erledigt an. Und gehe raus. Ich dachte jetzt, weil die zwei davor standen, dass das halt ein gutes Zeichen ist für mich, dass da ein Schatz ist. Aber da haben wir uns leider geirrt. Okay. Wunderbar, wunderbar. Dann gucken wir mal weiter. Wir haben das jetzt erledigt. Können wir Stempel löschen. Dann gehen wir jetzt... das ist ein Brunnen. Da gehen wir jetzt hin, dann sehen wir uns da gleich wieder. So, das ist nämlich gar nicht so weit weg. Ja. Da gucken wir quasi schon drauf. Dann laufen wir da nur schnell hin. Oh, immer dieses Gewitter. Wir müssen schnell hier weg, damit wir keinen Blitzschlag bekommen. Wir müssen rüber auf die andere Seite. Okay, Hilfe. Tulin, Hilfe. Schnell. Aha! Ich habe Angst. Ich will nichts wegpacken müssen. Doch, das schaffen wir. Das schaffen wir, kein Problem. Kein Problem, die Blitze finden uns nicht. Die Blitze, die finden uns nicht. Yeah. Doch, doch, tun sie, doch, tun sie, doch, tun sie. Warte, 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 warte. Wir sind schneller, wir sind schneller. Wir sind schneller. Okay. So, ich glaube, dem müssen wir jetzt nur eine Leiter hier wieder rausbauen. Hi. Ein Glück. Endlich kommt mich jemand retten. Tja, mir ist hier was reingefallen und da bin ich hinterher geklettert. Oh nein. Und beim Versuch auszuklettern ist die Leiter kaputt gegangen. Und mein Kumpel hat nichts gemerkt und ist einfach weiter. Ich meine, echt jetzt? Ich bin vielleicht erleichtert, dass du hier bist, aber was machen wir jetzt? Die Leiter ist ja kaputt. Das Leiterbruchstück ist noch da, also müssten wir damit nur irgendwie sie reparieren. Aber ich komme nicht ran. Hohoho. Da haben wir hier unten aber Glück gehabt, du. Ach du Kacke, was? Ja, das sieht doch gut aus. Vielleicht müssen wir uns mit dem Lehm hier unten abfinden. Mal guck mal. Ich habe das repariert. Was? Du hast sie repariert? Du bist ja unglaublich. Also los, nix wie raus hier. Danke für die Rettung. Ich dachte schon, ich müsste jetzt für immer da unten bleiben. Hier, lass mich dir zum Dank etwas geben. Ja. Ich werde meinem Kumpel Jora folgen, um die Reise mit ihm fortzusetzen. Wir sollten zum Stall am Berge und uns dort bei der Sonau-Forschungsgruppe bewerben. Mach's gut und danke nochmal. Pass auf dich auf. Ich weiß nicht, ob das jetzt wichtig war, was er gesagt hat. Irgendwann werden wir ihn bestimmt wiedersehen. Aber nicht jetzt und nicht heute. So, dann haben wir hier wieder eine Sache erledigt. Wundervoll, ich liebe das. Wenn ich Sachen als erledigt markieren kann, ist das so schön. So, dann haben wir hier noch zwei Sachen und dann haben wir, glaube ich, alles, was ich entdeckt hatte, gemacht. Dann gehen wir hier zum Turm und gehen wahrscheinlich erst einmal dahi und von da dann... Ach, wir gucken mal. Wir werden schon rausbekommen, was wir tun. Was haben wir hier drin? Hi! Bist du etwa ein Gast?
Willkommen in Mimosas geheimem Restaurant. Nur hier steht das perfekte Gericht auf der Speisekarte. Zugegeben, eigentlich habe ich noch gar nicht eröffnet, daher musst du eine ziemlich gute Nase haben. Ich meine, du bist doch dem verlockenden Duft bis hierher gefolgt, richtig? Ja, riecht toll. Nicht wahr? Jeder Gast mit einer so feinen Nase für gute Küche ist mehr als willkommen. Denn ich bin Mimosa, habe Tag und Nacht daran gearbeitet, das perfekte Gericht zu kreieren. Ich habe viel Zeit in die Erforschung experimenteller Cuisine gesteckt. Und nun endlich habe ich die perfekte Zubereitungsmethode gemeistert. Den Fehlschlag nicht wegwerfen, sondern in Form pressen. Nochmal aufkochen und dann das gewisse Etwas. Ach, tut mir leid. Ich bin nur sehr stolz darauf, wie weit ich gekommen bin. Da lasse ich mich manchmal etwas mitreißen. Also möchtest du, dass ich deine kreativen Experimente für dich rette? Wenn du mir ein misslungenes Gericht gibst, verwandle ich es für dich in das perfekte Gericht. Experimente? Ja, hör zu. Hast du schon mal versucht, etwas in dein Essen zu mischen, das eigentlich kein Nahrungsmittel ist? Wenn man das macht, ist das Ergebnis in der Regel eine kulinarische Neuschöpfung. Und die gibt es hauptsächlich in den Geschmacksrichtungen dubiose Matsche und harter Brocken. Dubios, ich bitte dich. Und was heißt hier schon hart? Bloß weil ein paar Monsterzutaten oder Steine mit drin sind. Ganz schön gemein, was die Leute so reden, oder? Denen fehlt einfach die Experimentierfreudigkeit. Ach, tut mir leid, wenn ich daran denke, wie mein Leben früher war, vor meiner Kochkarriere, reg ich mich manchmal auf. Wenn du mir misslungene Gerichte gibst, kann ich dir daraus das perfekte Gericht zubereiten. Ich sprich mich einfach jederzeit an, wenn dir danach ist. Ich hab grad keins, ne? Dann machen wir doch eins. Oh. Ich kann hier keins machen, oder was? Ich kann hier keins machen! Warte, wir haben doch unseren Kochtopf. Bin ja auch doof. So, wir machen jetzt einfach mal was. Wir nehmen zwei Äpfel und wir nehmen was von irgendeinem Monster oder so. Oder einen Stein, wir nehmen einen Feuerstein. Wir kochen das. Dann kommt bestimmt was Ekliges bei raus. Ja, sehr gut. Ein harter Brocken. Hi! Dieser Duft hat dich so neugierig gemacht, dass du es einfach nicht über dich bringen kannst, wieder zu gehen. Tja, auf seinen Magen muss man hören. Also, möchtest du das, dass ich dein misslungenes Gericht rette? Ja. In Ordnung, dann zeig mal bitte her, was du so am Kochtopf verbrochen hast. Ja. Aber was ist das? Dieser Brocken ist so hart. Der ist doch nie und nimmer genießbar. Meine Zähne bröseln schon, wenn ich ihn nur ansehe. Ach, Verzeihung, diese Experimente sind einfach so vorzüglich, dass ich nicht an mich halten konnte. Gut, jedenfalls, dass du das nicht mehr in deiner Tasche aufbewahrst. Zu gefährlich. Ich werde es in Form pressen, aufkochen und dann das perfekte Gericht daraus zaubern. Dieses Mal bekommst du einen großen Rabatt, weil du zum ersten Mal hier Gast bist. Sagen wir 5 Rubine? Okay. 5 Rubine. Danke, dass du hier zu Gast bist. Gut, dann los. Feuermarsch! Schnippeln, klopfen, dünsten, Hyrule-Barsch dazu, kochen, braten und noch etwas wild. Ein klein wenig von meiner Geheimzutat und fertig, nimm das! Kann sie unser Essen retten jetzt? Das wäre ja super. Puh, uff, das war harte Arbeit. Hier, das perfekte Gericht, bitteschön. Monster-Eintopf. In Monster-Essenz gekochtes saisonales Gericht aus Fisch und Fleisch mit einem einzigartigen Geschmack. Iss, bevor es kalt wird. Hehe, mit meiner Geheimzutat bin ich unschlagbar. Der weite Weg bis zu diesem Dorf im Nordosten hat sich gelohnt. Okay. Interessant. Dann haben wir hier auch noch einen... Machen wir auch mal wieder pink. Und ich glaube, dann haben wir soweit erstmal alles geschafft und können nach Hateno kurz zurück, um da dann die Bürgermeisterwahl noch entscheiden zu lassen. Ich glaube, das ist eine gute Idee. Aber wir sehen uns dann erstmal gleich hier einfach wieder. Da sind wir. Und da haben wir ein Diener-Konstrukt. Mal gucken, was es von uns möchte. Willkommen im Land des Heiligen Schreins, mit dessen Schutze ich beauftragt wurde. Meine Aufgabe ist es, den Fremden in diesem Land mit folgenden Worten den Weg zum Schrein zu weisen. Wenn die Sonne erwacht und das weiße Muster taucht in tiefdunkle Nacht,
Ein heiliger Schrein zeigt seine Pracht. Sollte es dir gelingen, den wahren Sinn dieser Worte zu begreifen, dann soll der Schrein erscheinen. Okay, wenn die Sonne aufgeht. Und das dreht sich, wenn die Sonne aufgeht. Wenn die Sonne aufgeht. Da vorne ist sonst, glaube ich, nichts mehr. Wir gehen noch mal kurz gucken. Ich denke mal, das muss da einen Schatten hinwerfen. Deswegen, ja, gehen wir gleich mal schlafen. Machen wir uns hier ein Feuerchen. Und ich schätze, die Sonne ist dann da hinten. Wirft da dann... Wobei, guck mal, wir können das schon mal ein bisschen anders drehen. Das wird schon. So, das ist jetzt da. Guck mal, da können wir sogar gleich schlafen. Guck mal, das sieht doch voll richtig aus. Ach komm schon, hör doch auf, da dran rumzuschieben. So, dann lassen wir es mal morgens werden. So, bis morgens. Mal gucken, ob ich damit recht habe, dass das genauso jetzt stimmt und ein Schrein für uns auftaucht. Nur schade, dass gerade hier nichts an Sonne ist. Aber gut, wir warten mal. Wir sehen uns dann gleich wieder, wenn die Sonne da ist. So, Dille, ich muss jetzt noch mal eine ganze Nacht schlafen, weil der Regen hat es uns tatsächlich komplett kaputt gemacht. Ihr seht aber gerade, wie die Sonne in richtige Position rückt. Und ich hoffe, dass ich das genau so, wie ich es gemacht habe, jetzt richtig gemacht habe. Das wäre voll schön. Das dauert nicht mehr lange. Das sieht aber doch richtig aus, oder? Sieht das richtig aus? Bitte. Bitte! Bitte! Ich hoffe, es steht richtig. So? Nee. Wieso ist es nicht richtig? Ich dachte wirklich, das wäre jetzt richtig. Ha. Dann weiß ich nicht, was ich falsch gemacht habe. Wobei, das müsste auch so ein... Warte mal. Nee. Okay, wartet. Das müssten zwei dann solche Flachen sein, aber wie kriege ich das denn hin? Eigentlich gar nicht, oder? Ha! Weil das ist ja unten vielleicht ein bisschen zu dick. Wisst ihr, was ich meine? Aber ich kriege das ja nicht da weg, oder? Liegt hier noch was anderes rum, was wir benutzen könnten? Nur das Ding jetzt noch, ne? Aber wir haben ja... Wir haben ja nichts. Warte mal, wir drehen es mal. Das bringt aber auch nichts, das jetzt so zu drehen.
wir drehen es jetzt mal so rum. Aber das, nee, das ist ja auch Quatsch. Das ist auch Quatsch. Also ich weiß gerade nicht, was mein Fehler ist. Tatsächlich. Weil gefühlt müsste das ja eigentlich schon so richtig gewesen sein. Nee, ich weiß leider nicht, was mein Fehler ist. Da muss ich vielleicht auch nochmal dann hierher zurückkommen. Weil, also so nach dem, was ich jetzt so mir denke, war das schon eigentlich richtig. Nur offenbar nicht so wirklich richtig. Es gibt halt keins, was unten ist und diese Form hat, wisst ihr? Wir könnten jetzt das nehmen. Aber wir können es da ja nicht festmachen. Und wir haben unten kein so ein schräges Loch. Wir bräuchten unten so ein schräges Loch. Wir können das Ding ja auch nicht drehen. Also so anders drehen. Versteht ihr? Also ich weiß gerade nicht. Also ich sehe schon, was falsch ist, aber ich weiß nicht, wie ich das jetzt gerade beheben könnte. Ich bräuchte wahrscheinlich noch so ein Ding mehr. Aber ich würde jetzt kein weiteres Holzgedöns sehen. Na gut. Dann war es das jetzt gerade nicht gewollt. Ich mache mir hier jetzt trotzdem nochmal mein Zeichen hin. Und zwar weiterhin das da. Dann sollte das jetzt gerade noch nicht von mir gelöst werden. Weil ich nicht ganz verstehe, wie. Also meines Erachtens war das schon richtig, aber es hat nicht funktioniert. Ich guck mir nochmal die Quest an. Wenn die Sonne erwacht und das weiße Muster taucht in tiefdunkelnde Nacht. Ja. Also es hätte ja meines Erachtens klappen müssen. Gut. Dann habe ich was falsch gemacht. Dann gehen wir erstmal nach Ateno zurück. Das macht jetzt erstmal mehr Sinn, bevor wir uns da weiter dran aufhalten. Dann gucke ich mir das vielleicht im Stream nochmal an. Und dann machen wir den Schrein dann, wenn ich ihn gelöst habe. So, ich habe nämlich gefunden, wen wir gesucht haben. Dafür müssen wir nochmal hier tatsächlich zum Bauernhof. Und ich hoffe, ich finde die Person da jetzt auch so auf Anhieb. Das wäre sehr schön. Weil dann haben wir unseren letzten Pilz auch vergeben. Und dann schauen wir mal, wer Bürgermeister wird und ob wir unseren coolen, tollen, Extravaganza-Gedönshut bekommen. Also, als ich ihn gefunden hatte, saß er hier. Jetzt tut er das gerade nicht natürlich. Wir gucken mal. Irgendwo werden wir diese Person bestimmt finden. Er muss ja hier irgendwo wahrscheinlich dann hingehören. Es war nämlich auch ein alter Mann und der hatte so eine Halbglatze. Mann, ich hatte den doch gesehen. Ich weiß, dass er hier war. Aber ich weiß nicht, wo er sich tagsüber aufhält. Vielleicht hätte ich nachmittags hergehen sollen. Er sitzt morgens hier. Hi, Tok. Was willst du von einem alten Mann wie mir? Ich will dir einen Pilz schenken. Und jetzt nimm ihn. Ein Geschenk von Sagonona, das ist ja großzügig von ihr, danke. Ist das etwa ein feiner Pilz, den du mir da bringst? Es scheint so, als würden Sagonus Pilze plötzlich überall aus der Erde sprießen. Mit Tränen ein bisschen die Augen bei diesen knalligen Farben überall hier.
Meine Familie und all meine Freunde in meinem Alter pflegen das Leben etwas ruhiger anzugehen als diese junge Dame. Trotz allem wäre es unhöflich, so ein großzügiges Geschenk abzulehnen. Vielen Dank. So, jetzt aber. Jetzt können wir zu Sagonu zurückgehen. Wir haben alle Pilze abgegeben. Wunderbar. Das hat hier aber alles lang gedauert mit Hateno jetzt. Ich hoffe, das war's aber. Ich meine, wir müssen noch ein Foto machen für die Färberei. Das machen wir aber auf dem Weg. Da gehen wir dann zwischenzeitlich wieder mal vorbei, wenn wir dran denken. Ansonsten gehen wir jetzt hier. Kann ich das jetzt hier? Bist du da, Sagonu? Ja. Oh, du hast die Pilze schon verteilt. Oh, wie ich sehe, hast du sogar schon all meine kleinen Geschenke zugestellt. Sehr schön. Das wird sicher einigen dieser Rednerwähler die Augen geöffnet haben. Bitte sehr, als Zeichen meines Dankes. Maxi Edeltrüffel. Das ist ein wertvoller Pilz, den man nur ganz selten findet. Du gehörst ja auch zum Team Sagonu, also iss den Pilz und mach dich bereit für die Bürgermeisterwahl. Okay, und wann findet die statt? Ach ja, Sophora hat eben verlauten lassen, dass die Vorbereitungen zur Bürgermeisterwahl beendet sind. Du kommst also genau rechtzeitig. Sprich mit Sophora über die nächsten Schritte. Okay, hi! Oh, die Vorbereitungen sind abgeschlossen. Damit kann ich die Bürgermeisterwahl nun feierlich eröffnen. Das Wetter ist geradezu ideal, oder etwa nicht? Bitte alle auf den Dorfplatz kommen. Oh, das wird spannend. Ich will meinen Hut. Gebt mir meinen Hut. Ich will einfach nur diesen Hut. Ich möchte nun die beiden Kandidaten für das Bürgermeisteramt bitten, ihre Reden zu halten. Also, ich bin Riedner. Die Natur ist tief in den Herzen der Leute hier verwurzelt. Sie macht uns frei und unabhängig. Wir arbeiten hart und werden reichlich dafür belohnt. Diese Lebensweise müssen wir uns unbedingt bewahren. Ich werde mich dafür einsetzen, dass neue lokale Spezialitäten wie der Hateno-Käse von hier aus die ganze Welt erobern. Mhm. Oh, wie ihr alle wisst, heiße ich Sagonu und habe mir in ganz Hyrule mit meiner Modemarke einen Namen gemacht. Aber was war erst der Anfang? Hateno soll zum Synonym für Stil werden, zum Geburtsort aller neuen Trends. Mit Gemüse lockt man niemanden hinter dem Ofen hervor. Die Mode hingegen bringt Wohlstand in unser Dorf. Und niemand kennt sich so mit Mode aus wie ich. Pah! Mode hat keinen Bestand. Im Moment mag dein Stil im Trend liegen, aber bald kräht kein Hahn mehr danach. Oh, dann werde ich mir einfach einen neuen Stil kreieren. Ich unterliege nicht den Trends, ich beherrsche sie. Es reicht! Sophora? Wenn man euch zuhört, wird schnell klar, dass ihr nur an euch denkt und nicht an unser Dorf. Sagonu, gib zu, dass du schlichte Dinge mehr schätzt als alles Extravagante. Und dazu gehört Hatenos Gemüse. Ich weiß, dass du dich zuweilen nachts ins Vorratslager schleichst, um dort das Gemüse zu verputzen. Wie bitte? Aber wieso sagst du denn sowas? Und was dich betrifft, Riedner, ich weiß, dass du dich heimlich in deiner Hütte mit Sagonu-Mode beschäftigst. Du willst sie nutzen, um bei jungen Leuten das Interesse für dein Gemüse zu wecken. Aber woher? Oh. Sagonu, ich muss mich entschuldigen. Ich hätte dir von Anfang an danken sollen, dass du es geschafft hast, unser Dorf und seine Einwohner aufleben zu lassen. Aber nicht doch. Ich muss mich bei dir entschuldigen, dass ich zu stolz war, um dir die Wahrheit zu sagen. Trends sind wichtig, aber sie liegen auch in den Traditionen und der Kultur unserer Vorfahren begründet. Liebe Mitbürger, es tut mir leid. Mir tut es auch leid. Sophora, ich möchte meine Kandidatur zur Bürgermeisterin zurückziehen. Aber Sagonu!
Wir haben es dir doch zu verdanken, dass unser Dorf derzeit floriert. Da kannst du doch unmöglich... Oh, du möchtest mit einer neuen Gemüsesorte junge Leute ansprechen? Ich, die weltberühmte Sagono, werde dir helfen. Du hättest auch einfach fragen können, ob du helfen darfst. Liebe Mitbürger, lasst uns von nun an Tradition und Innovation vereinen. Beleben wir so gemeinsam unser geliebtes Hateno. Wow! Uhuhu, yay! Okay. Ich habe von Sophora und Clavia gehört, dass du am Ausgang der Dinge nicht ganz unbeteiligt warst. Dank dir ziehen in Hateno nun wieder alle an einem Strang. Ich möchte dir etwas geben. Bitte komm in der Boutique Sephir vorbei. Her mit dem Hut! Gib mir den Hut! Oh, ich habe schon mitbekommen, dass du heimlich mit Sophora gesprochen hast. Aber du hast auch, dass du auch mit Clavia geredet hast. Nun ja, am Ende hat die Bürgermeisterwahl ja einen guten Ausgang genommen. Erinnerst du dich noch an unser allererstes Gespräch hier? Dieser Sagono Deluxe ist die neueste Kreation der Marke Sagono und mein Meisterwerk. Dieser luxuriös geschwungene Form, die exzentrischen Farben, hier stimmt wirklich alles. Diesen Hut kann ich nur jemandem überreichen, den ich für wahrlich würdig halte. Ich nehme an, du verstehst, was ich sagen möchte. Würdest du diesen Sagono Deluxe annehmen? Du, der nicht nur Hateno gerettet, sondern auch Redner und mich zur Vernunft gebracht hat. Nur du und niemand anders kann sich diesen perfekten Meisterstück als würdig erweisen. Und versuch gar nicht erst, mir diese Entscheidung ausreden zu wollen, du kleine Unschuld vom Lande. Schwupp. Ein von Sagono entworfenes Meisterwerk, damit wirst du in der Öffentlichkeit die Blicke aller Modebegeisterten auf dich ziehen. Und dann setz nun den Sagono Deluxe auf und lass den Rest der Welt vor Neid erblassen. So, und nun öffne ich meine Boutique Sephir wieder. Sophora, mach dich bereit, deine Hilfe wird gebraucht. Wir haben den Hut! Wir haben den Hut! Oh! Oh. Was mich angeht, ich werde mich ganz neu erfinden. Dafür werde ich mich als erstes meinem Kuriositätenkabinett voll rarer Stücke unserer Vorfahren widmen. Schau also vorbei, falls dir mal seltene Kleidung abhanden kommt, die es sonst in keinem Laden mehr zu kaufen gibt. Eventuell findet sich in meiner erlesenen Sammlung adäquater Ersatz. Guckt euch Desimor an. 2000! Die Uniform der königlichen Leibwache von Hyrule besteht aus leichtem Material und ist kleidsam und praktisch zugleich. Oh. Das macht 2200 Rupien. Ja. Ups. Upsi Daisy. Behandeln Sie dieses Stück bitte äußerst behutsam. Ja. Oh, oh mein Gott, ich liebe das. Oh, ich liebe das. Kann man das mit irgendwas kombinieren, was cool aussieht? Oh mein Gott. Dankeschön. Und ciao. Ich liebe mein Leben. Ich liebe es. Warte mal, gibt's hier was Neues? Ach Gott, ich muss doch noch zur Schule. Nein! Oh, hallo, wegen der Bürgermeisterwahl schulde ich dir was. Ehrlich gesagt habe ich bereits im Geheimen all meine Forschungsergebnisse zusammengestellt und ich versuchte, Gemüse nach Sagonoar zu ziehen. Wie sehr wir uns auch bemühten, der Erfolg ist uns einfach nicht vergönnt. Jedes Mal kommen die Monster, verwüsten das Feld und schon ist alles wieder hinüber. Wir beide fühlen uns den Monstern im Kampf nicht gewachsen. Es wäre also gut, wenn wir deinen starken Beschützer hätten. Okay. Okay, wir müssen nachts Monster verjagen. Wirklich? Du übernimmst das für uns? Vielen, vielen Dank. Nach unseren Beobachtungen kommen die Monster spät in der Nacht und kehren bei Sonnenaufgang wieder in ihr Versteck zurück. Ich kann dich doch nicht mit dieser Aufgabe allein lassen. Lass mich dir helfen, das Feld zu bewachen.
Aber ich bitte dich, wenn mich Monster in die Enge treiben und ich nicht mehr kann, erlaube mir bitte, mich zurückzuziehen. Bist du bereit, mit mir dieses Feld bis zum Morgengrauen zu bewachen? Okay. Okay, was? Was? Es kann nicht mehr lang dauern, bis die Monster kommen, um das Feld zu verwüsten. Ich hoffe sehr, dass du sie irgendwie vertreiben kannst. Das Morgenlicht vertragen sie wohl nicht, wenn wir das Feld verteidigen könnten, bis die Sonne aufgeht. Da kommen sie, Link! Bitte, bitte hilf mir! Oh Mist, ich verliere Geld, wenn ich getroffen werde. Oh no! Ja, ja, ja. Oh nein, da. Das wird schon. Ich bin hochkonzentriert gerade. Wir haben es doch gleich. Oh Gott! Hei. Wir haben es gleich, oder? 5 Uhr, ne? Wir haben's! Du hast so viele Monster besiegt, dass die Gefahr vorüber ist. Gut gemacht, Link. Wir müssen nicht zur Morgendämmerung warten. Der Sieg ist eindeutig unser. Oh, Gott sei Dank. Wir haben es geschafft. Die Kürbisse. Dank dir konnten wir die Kürbisse verteidigen, an deren Entwicklung wir so hart gearbeitet haben. Vielen, vielen Dank. Wie umwerfend schön sie im Licht der Sonne strahlen. Ach, Sonnenkürbis wäre da noch ein passender Name dafür, nicht wahr? Runde, köstliche Sonnenkürbisse. Ja, das passt wunderbar, finde ich. Sonnenkürbisse, ja, ein trefflicher Name. Hier hast du deine Belohnung. Oh, eine neue Kürbissorte, die in Hateno anstellen mit viel Sonnenlicht angepflanzt wird. Der Verzehr heilt die schädlichen Effekte von Miasma. Das Gemüse und die Felder hier sind der Schatz von Hateno, also danke ich dir von Herzen dafür, dass du ihn beschützt hast. Wir lassen Frau Sago nur noch einen Blick auf die Kürbisse werfen und verkaufen sie dann als eine echte Hateno-Spezialität. All das verdanken wir dir. Oh, that's so cute. Okay, das haben wir auch. So, wir wollen jetzt nur noch zur Schule gehen. Ich hoffe, die Folge wird nicht zu lang. Ich glaube, ich habe einiges rauszuschneiden. Ich hoffe, dass ich von der Länge dann einigermaßen hinkomme. Ich weiß auch gar nicht, ob jetzt Himba hier irgendwo ist. Ich fände das so cool, aber ich habe es jetzt, glaube ich, nirgendwo gesehen. Da müssen wir nochmal irgendwann wiederkommen und gucken, ob sie nicht irgendwo hier ist. Aber jetzt nochmal kurz zur Schule gehen, die Quest beenden und dann haben wir die Folge auch fertig und dann geht's weiter. Und dann gucken wir mal, wo es uns nächste Folge hin verschlägt. Ich weiß, einen Schrein haben wir auf jeden Fall noch auf der Karte. Da gucken wir dann noch mal rein. So, wir brauchen 8 Uhr, ne? Ja, dann würde ich sagen, warten wir mal, bis wir 8 Uhr haben. So, jetzt gehen wir doch mal gucken. Hi. Ah, Link, einen guten Morgen dir. Ich zermartere mir noch den Kopf, wie ich den Kindern das Gemälde der Verheerung zeigen kann. An Schlaf nicht zu denken. Hätte ich nur eine detaillierte Abbildung des Gemäldes der Verheerung, das sich in Kakariko befindet. Eine solche visuelle Unterstützung im Unterricht würde die Vorstellungskraft der Schüler sicher sehr anregen. Ah, ich hab doch. Wie zeige ich den Kindern nur das Gemälde der Verheerung? Ich hab doch, was? Hä? Aber ich hab doch ein Bild gemacht. Da? Ich habe ein Bild gemacht. Wie kann ich ihm das zeigen? Muss ich das irgendwo hin plakatieren oder was? Muss ich denen das zeigen? Okay, keine Ahnung. Es geht leider nicht.
Es geht nicht. Also ich kann ihm das Bild nicht zeigen. Ich weiß nicht, woran es liegt. Da ist ja sogar ein Ausrufezeichen dran. Da ist ein Ausrufezeichen dran. Und ich kann es ihm nicht geben. Ja gut, dann haben wir das nicht versucht. Ich weiß leider nicht, wie ich es sonst machen soll. Wenn einer eine Idee hat, kann er mir das gerne verraten. Ich weiß es jetzt gerade nicht. Gut, dann würde ich aber sagen, das war's für diese Folge. Ich danke wieder allen fürs Zusehen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Also bis dann. Tschüssi.